Am 19. September fand zum 30. Mal die Woche der ausländischen Mitbürger in Lehrte statt. Als erste Veranstaltung der Woche wurde eine Ausstellung eröffnet, die Bilder aus der Hand von Dritt- und Viertklässlern zeigt unter dem Motto Zusammenhalten, Zukunft gewinnen. Ein Ansinnen, das in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich war. Die Schirmherrin Bürgermeisterin Jutta Voss begrüßte unter anderem die Gäste bei der Eröffnung und erklärte, warum die Integration nicht nur für Lehrte so wichtig ist. Für die Kinder gilt es, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen müssen, dass die eine gemeinsame Zukunft haben, in der sie gewinnen können. In der es keine Verlierer gibt, in dem es niemanden gibt, der verloren geht auf diesem Weg in eine gemeinsame Zukunft. Dass wir den Kindern die Chancen geben, die sie verdienen, die sie nutzen können, die sie ergreifen können. Und deswegen finde ich auch besonders lobenswert und besonders bedanke ich mich dafür, dass es gelungen ist, hier mit der Grundschule Lehrte Süd, Frau Mauser-Voges, diesen Malwettbewerb zum Motto des heutigen Tages, der diesjährigen Woche des ausländischen Mitbürgers, aufzulegen. Durch die Ausländerwoche erhofft sich der Lehrte-Ausländer-Arbeitskreis ein Dialog der Religionen. Die Bilder der Kinder in Lehrte zeigen, dass es für sie eigentlich keine Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Die Kinder sollten die Vorbilder für die ältere Generation sein, denn sie spielen gerne mit anderen Fußball, gehen gerne schwimmen und es ist ihnen völlig egal, ob ihr Freund Deutscher, Türke, Russe oder etwas anderes ist. Es bleibt zu hoffen, dass es bald ein voll integriertes Lehrte gibt. Nach der Eröffnung hatten wir die Gelegenheit, den Vorsitzenden des Ausländerarbeitskreises, Herr Günther May, für ein Interview zu gewinnen. Genannt auch interkulturelle Woche, vielleicht sagt er es noch besser, ist notwendig, um die Öffentlichkeit auf die Problematik, das heißt die Anwesenheit der Menschen hinzuweisen, die zu uns gekommen sind, ob gerufen oder nicht. Sie sind hier und dann haben wir ihnen menschlich zu begegnen. Und wenn unser Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann haben wir auch unsere Verpflichtung. Und als Christen, muss ich sagen, haben wir sogar die Verpflichtung der Nächstenliebe gegenüber jedem Menschen, der zu uns kommt. Denn aus jedem Fremden kann auch ein Freund werden. Und dieses Anliegen der Ausländerwoche fußt eben darauf, dass man dafür wirbt, dass beide Seiten sich füreinander interessieren, füreinander öffnen, aufeinander zugehen, damit ein Miteinander möglich wird. Und deshalb brauchen wir eben auch solche Veranstaltungen. Und interessant ist ja dann auch, dass ein derartiger Malwettbewerb deutlich zum Ausdruck bringt, Kinder kennen keine Unterschiede. Und das gilt für alle Menschen. Mensch ist Mensch. Und insofern gebührt jedem Menschen die Achtung seiner persönlichen Würde. Egal woher er kommt, egal welche Hautfarbe, so wie es bei uns im Grundgesetz eben manifestiert ist.